Bertolt Brecht war sicherlich der bedeutendste und der bekannteste Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Er hatte zuerst im Stile des Expressionismus geschrieben, danach, nach der Aneignung des Kommunismus und Marxismus, schrieb er Lehrstücke und ihre Variation die Schaustücke. Nach Hitlers Machtergreifung schrieb er Stücke zur Faschismusanalyse und im Exil entstanden seine großen Dramen des epischen Theaters. Zuletzt hat er seine Spätwerke in der DDR geschrieben. Beginnen wir mit seinen frühen Dramen. Diese wurden im Stile des Spätexpressionismus oder manche sagen auch des Nachexpressionismus geschrieben. In diesen Dramen kritisiert er die bürgerliche Gesellschaft. Er hatte schon nach dem Ersten Weltkrieg diese antibürgerliche Haltung angenommen und das stärkte sich noch nach dem Jahre 1927, nachdem er zum überzeugten Kommunisten und Marxisten geworden ist. Andererseits sehen wir auch die Veränderung in der Dramaturgie. Unter dem Einfluss von Erwin Piscator veränderte er seine Arbeitsweise und er benutzte sehr oft die technischen Mittel. In seiner Darstellung sehen wir die Direktheit, die Offenheit und die Ansprache des Publikums mit dem Ziel, das Publikum zum Nachdenken zu bewegen. Das ist eines der Merkmale seines dramatischen Schaffens, also von Anfang bis zum Ende. Und zwar, also er will schon in diesen ersten Dramen das Amoralische zeigen, nicht etwas definitiv Böses oder Gutes, sondern das Amoralische, damit er die Zuschauer provoziert, entweder zur Zustimmung oder zum Widerspruch. Diese ersten Ideen sehen wir also in den spätexpressionistischen Dramen, aber er wird sie erst später im Rahmen des epischen Theaters entwickeln. Also wir können diese Entwicklungslinie bei Brecht von Anfang an beobachten. Die Zuschauer sollten auch in diesem frühen Dramen zu den unparteiischen also Beurteiler werden. Also sie sollten aufgrund des Materials, das sie anschauen, eine Meinung bilden. Zuerst hatte er das Drama Ball geschrieben, danach haben wir Trommeln in der Nacht, Im Dickicht der Städte, Mann ist Mann und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Schon in den Titeln dieser Städte kann man sehen, dass Bertolt Brecht sich mit den aktuellen bzw. auch mit den typischen expressionistischen Themen beschäftigt. Zuerst haben wir das Drama Ball. Also dieses Drama entstand noch während des Studiums als eine Antwort auf das Stück von Hans Jost, Der Einsame, ein Menschenuntergang. Bertolt Brecht hatte dieses Werk im Rahmen des Theaterstudiums kritisiert. Wenn Sie sich erinnern, er hatte zwar Medizin studiert, aber besuchte die Vorlesungen von Alfred Kutscher in der Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft. Nun, Kutscher war befreundet mit Hans Jost und war von dem Stück einfach begeistert. Bertolt Brecht hat es kritisiert und es wurde ihm verboten, mehr darüber zu reden. Und er hatte deshalb das Drama Ball als ein Gegenstück geschrieben. Was irritierte ihn bei diesem Werk ist eine pathetische Darstellung eines Dichters aus dem 19. Jahrhundert, Grabe. Dabei hatte Bertolt Brecht auch die konservativen Tendenzen und die heldischen Tendenzen in diesem Stück beobachtet, was ihm nicht so gut gefallen hatte. Später hat sich herausgestellt, dass Hans Jost zu einem Nazi Dichter geworden ist und er hatte eine erfolgreiche Karriere also in der Nazizeit gemacht. Also Bertolt Brecht hatte schon damals die starke Abneigung gegenüber solchen Tendenzen. Also hier haben wir einen pathetisch dargestellten Dichter und also sein Leben wird als ein Untergang des Menschen, also eines großen Menschen dargestellt.
Dies wollte Brecht eigentlich in seinem Dramaball also nicht. Hier haben wir den Namen einer antisemitischen Gottheit. Diese Gottheit wird als Sonnengott, Unwettergott oder auch Himmelgott bezeichnet. Baal war den Expressionisten interessant, das sieht man auch im Gedicht von Georg Heym, Der Gott der Stadt. Auch dort wird diese Gottheit als eine ambivalente Figur eingesetzt. Also was ist wichtig dabei zu erwähnen? Also wir haben eine Gottheit der Natur. Und einerseits haben wir die positive Kraft dabei, also die Sonne, der Himmel, aber andererseits auch die zerstörerische, also die destruktive Kraft des Wetters bzw. der Natur. Also schon an sich war diese Gottheit mächtig, anziehend, also die Sonne zieht die Menschen an, mächtig, anziehend und destruktiv. Diese Elemente, diese Merkmale wird auch die Figur von Bertolt Brecht übernehmen. In seinem Drama haben wir einen begabten Dichter, also einen Mann, der ein naturwüchsiges Talent besitzt. Hier haben wir eine Szenenfolge aus seinem Leben, also wir haben seinen Lebensweg. Wir sehen einen egoistischen Lyriker, der das natürliche Talent besitzt, der auf die Frauen und auf die Männer, also auf seine Freunde, sehr anziehend wirkt. Sie werden von seinem Talent, von seiner Natur einfach bezaubert. Aber dann zeigt sich auch seine destruktive Seite, seine destruktive Natur. Er verletzt die Leute, er stürzt sie ins Unglück, er tötet Menschen und so weiter. Also er ist absolut destruktiv. Also er ist ein asozialer Mensch und seine Natur bringt ihm einerseits die schönen Werke, aber andererseits die Einsamkeit am Ende. Also er wird wegen der destruktiven Kraft zu einem Außenseiter und bleibt alleine. Die Bilder, die hier im Drama vorkommen, sind meistens aus der Natur. Ein Schlüsselbild ist das Bild bzw. ist da die Metapher des Baums. Der Baum als eine natürliche Erscheinung wird am Ende von den Menschen, von einer Gruppe eigentlich gefällt. Und das ist auch, was wir hier bei Baal haben. Baal wird auch am Ende von der Gesellschaft gefällt, also von der Gesellschaft abgestoßen, weil er nicht mitspielt. Da wir einen Egoisten hier haben, einen, der eigentlich destruktiv und grausam den Menschen gegenüber ist, können wir nicht sagen, dass Baal eine positive Figur ist. Aber trotzdem hatte Brecht diese Figur, diesen Mann sehr viel gemocht. Also ihn hatte er als eine positive Erscheinung betrachtet. In seinem zweiten Drama, Trommel in der Nacht, beschäftigt sich Brecht mit einem anderen Thema. Und das ist das Thema der Revolution, aber nur im Hintergrund. Im Vordergrund haben wir eine Figur, einen Kriegsheimkehrer, Andreas Kragler. Nach dem Ersten Weltkrieg ist er zurückgekommen und er wurde enttäuscht. Also seine Liebe also hat sie ihn verlassen, ist mit einem anderen Mann. Und aus Enttäuschung engagiert er sich in der Revolution. Ab und zu haben wir auf der Bühne Figuren mit dem Transparent, mit dem Text, glaubt nicht so romantisch. Also er will, dass die Figur, dass die Zuschauer eigentlich nicht romantisch darauf reagieren, was sie auf der Bühne sehen, dass sie sich nicht identifizieren und dass sie sich nicht einfühlen. Dies ist schon ein Anzeichen des epischen Theaters, der V-Effekte, die wir später bei Brecht besprechen werden. Danach, also nach der Liebesenttäuschung, haben wir die Enttäuschung in der Revolution selbst. Also er resigniert angesichts der Spartakusaufstände und geht zurück zu seiner also Frau, zu seiner Geliebten.
Nun aber haben wir die Trommeln in dem Titel. Diese Trommeln bleiben ein Hintergrundgeräusch im Drama. So, das Revolutionsthema ist nicht im Vordergrund in diesem Stück, sondern eher im Hintergrund. Also wir haben eigentlich die Verdrängung des Revolutionsgedanken und wir haben auch im Titel die Nacht, also als eine, sagen wir, Prophezeiung der schlechten Zeit, in der sich die Menschheit und die Gesellschaft befinden. Im Dickicht der Städte ist eine Darstellung der Großstadt, und zwar eine, könnten wir sagen, eher negative. Die ambivalente Stadtwahrnehmung beruht darauf, dass man sich von der Großstadt also angezogen fühlt. Die Großstadt ist eine positive, eine große, starke Macht und Kraft, die die Menschen anzieht. Aber in dieser Großstadt fühlt sich ein Einzelner unsicher, hoffnungslos. Und so avanciert die Großstadt zu einem Symbol von so vielen negativen Sachen wie Untergang, Weltende, Hässlichkeit, Verzweiflung, Einsamkeit, Entfremdung, Ich-Dissoziation, Angst, Unsicherheit und auch Wahnsinn. Weil man sich so in der Großstadt alleine fühlt, also als ein Teilchen der Masse, einer anonymen Masse, fühlt man sich stark unsicher. Und das führt dazu, dass die Großstadt in einer bestimmten Weise mythologisiert und dämonisiert wird, was wir im Expressionismus haben, in dem schon erwähnten Gedicht von Heim, der Gott der Stadt. Der Mensch wird in der Großstadt dazu gezwungen, um das eigene Leben zu kämpfen. Also nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir eine Krise in Deutschland und deshalb merkte Bertolt Brecht schon allmählich, dass Darwin recht hatte, dass es im Grunde um einen Kampf ums Dasein handelt. Im Dickicht der Städte merkt man auch den Einfluss von Alfred Döblin und von seinem Roman Die drei Sprünge des Van Glun. In diesem Roman beschäftigt sich Döblin mit dem Thema des Nichthandelns bzw. des Nichtwiderstrebens dem Schicksal gegenüber, also das bekannte Vouvray. Dieses Werk entstand 1912, 13 und wurde 1915 veröffentlicht. Es wurde sehr populär damals und auch Bertolt Brecht hat es gelesen. Er hatte diesen Gedanken des Vouvray in das Stück Im Dickicht der Städte übernommen, aber er hatte eine kritische Haltung gegenüber dem Konzept am Anfang gezeigt. Später hat sich das verändert, wie Sie es in seiner Lyrik gesehen haben. Aber am Anfang war Bertolt Brecht nur für das Handeln, nur dafür, dass man etwas unternimmt, dass man etwas verändert und dass man aktiv wird. Im Drama Mann ist Mann haben wir einen langen Untertitel. Die Verwandlung des Packers Gelly Gay in den Militärbaracken von Kilcoa im Jahre 1925. Also das ist ein Stück aus der Gegenwart, aus seiner Gegenwart. Wir haben im Mittelpunkt einen Packer, also einen Arbeiter, einen Mann aus der niedrigen Schicht. Mit dem Namen Gelly Gay, also er wird als ein Ausländer dargestellt, und wir haben ihn in den Militärbaracken. Und zuletzt haben wir Kilcoa. Hier merkt man den Einfluss von Rudyard Kipling, den Bertolt Brecht damals gelesen hatte. Dieses Werk wurde als ein Lustspiel mit einem Zwischenspiel dargestellt, und im Grunde haben wir ein Antikriegsstück und eine Groteske. Der Konflikt, der hier gezeigt wird, ist der Konflikt zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. Später wird Brecht diesen Konflikt noch stärken und in einer späteren Fassung widmet er dieses Werk seinem ersten Lehrer, also Fritz Sternberg. Also wir haben hier die Verwandlung eines Menschen, eines Mannes, und zwar
wir sehen, wie diese Veränderung von ihm zustande kommt. Also am Anfang ist er ein harmloser Packer, aber dann wird er zum Opfer seiner Sehnsucht nach dem echten sozialen Kollektiv der Arbeiter. Er will irgendwo gehören, also er will ein Teil eines Kollektivs sein. Deshalb lässt er sich eigentlich von außen gestalten, sagen wir. Unter den Einflüssen der Umwelt wird er zu einer brutalen Kampfmaschine. Also ein harmloser Mensch wird zu einem brutalen Menschen. Also das war er nicht am Anfang, aber die Gesellschaft hat ihn dazu gebracht. Also das würde der Mensch auch in Kriege, also im Ersten Weltkriege, die normalen Bürger werden zu den Kampfmaschinen, also werden zu den brutalen Menschen unter dem Einfluss der Gesellschaft bzw. der Umgebung. Also hier haben wir ein wichtiges Thema bei Brecht, weil wie sich der Einzelne in der modernen Gesellschaft verändert. Also das meint eigentlich in der kapitalistischen Gesellschaft verändert. Also wenn man dazu gezwungen wird, zu überleben, wozu wird der Mensch, also wozu, in welcher Weise verwandelt sich der Mensch eigentlich? Dieses Drama ist also im inhaltlichen, im ideologischen, aber auch im formellen Hinblick ein Wendepunkt in Brechts Schaffen. Hier benutzt er zum ersten Mal die Parabelform und zum ersten Mal diese stereometrische Struktur. Diese stereometrische Struktur ist ganz typisch für Brecht und wird zum Kennzeichen seines Schaffens, seines dramatischen Schaffens. In dieser Struktur haben wir Kommentare auf mehreren Ebenen, Spielebenen, und dazu haben wir also Songs, Paraphrasen, Selbstvorstellungen der Figuren. Die Figuren stellen sich buchstäblich vor. Ich bin der und der. Also diese Spielebenen, Kommentarebenen erläutern einander. Und dies ist besonders wichtig in Brechts Theorie des epischen Theaters, die er später entwickelt. Aber wir sehen schon die ersten Ansätze hier. Was die Sprache betrifft, wir haben auch hier verschiedene Stilebenen. Wir haben auch Amtsdeutsch, Lutherdeutsch. Also je nachdem, wer spricht, nimmt diese Person eine andere Sprechweise an. Ich sehe im nächsten Drama Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni zeigt uns Brecht eine fiktive Stadt in Amerika. Diese Stadt steht für das Bild von Amerika, das Bertolt Brecht nach der Aneignung des Marxismus entwickelt hat. Diese Millionenstadt kann nicht von der Natur gefährdet werden, sondern der Mensch hat diese Stadt zerstört. In der Stadt widmen sich die Menschen verschiedenen Sünden, Fressen, Huren, Boxen, Saufen und so weiter. Aber die größte Sünde in der Stadt ist, das Geld zu verlieren. Das passiert Jimmy, der wegen des Saufens alles verloren hatte. Deshalb wird er zum Tode verurteilt und hingerichtet. Das führt zur Zerstörung der Stadt und zum Brand, in dem alles verschwindet. Dieses Motiv hatten wir auch früher in der deutschen Literatur, also die Zerstörung einer Stadt wegen der Dummheit, wegen der Sünden und durch den Brand. Erinnern Sie sich an das Werk? Die Rezeption dieses Werks war ziemlich positiv. Das war das große Opus Magnum von Bertolt Brecht, also eine Oper. Und mit dem Werk beginnt eine Tradition der Zusammenarbeit, die jahrelang dauern wird. Aber wegen des Inhalts des Werks wird dieses Werk zu einem großen Theaterskandal. Also, wir haben die Dramen der ersten Phase, also die frühen Dramen von Brecht, Ball, Schommeln in der Nacht, Im Dickicht der Städte, Mann ist Mann und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Wenn Sie daran denken, dass Sie zum Nachexpressionismus oder Spätexpressionismus gehören, beantworten Sie dann die folgenden Fragen. Welche typischen expressionistischen Themen bespricht Brecht in diesen Dramen?
In welchem Drama weicht er vom Expressionismus ab? Also, schreiben Sie Ihre Antworten auf und wir besprechen sie dann nächste Woche. Spät also nach dem Jahre 1927 entwickelt sich allmählich die Theorie des Lehrstücks, also nach der Aneignung des Kommunismus, versucht Bertolt Brecht eine stärkere Beeinflussung der Zuschauer durch seine Werke zu erreichen. Also Theaterspielen an sich wird bei ihm als Lernprozess betrachtet. Die Zuschauer sind nicht wichtig, also die Zuschauer sind nicht nötig. Also es ist das Wichtige, dass die Schauspieler selbst durch das Schauspielen lernen, dass sie zu Einsichten kommen. Also man soll durch die Nachahmung verschiedener Verhaltensweise, verschiedener Wörter, verschiedener Gedanken zur Kritik also bewogen werden. Also man soll etwas aussprechen, sich in einer bestimmten Weise bewegen und verhalten und dabei eine kritische Haltung dem gegenüber also nehmen. Da im Lehrstück verwendet Brecht allmählich auch die Elemente aus dem Rundfunk und aus dem Film. Er versucht, das Lehrstück mit diesen neuen Medien zu verbinden, wegen der stärkeren Objektivierung des Spiels selbst. In dem Kontext erwähnen wir drei Lehrstücke. Es gibt natürlich mehrere, aber diese drei sind interessant, weil sie durch ein gemeinsames Thema verknüpft werden, das für Brechts späteres Schaffen ebenfalls wichtig ist. Das erste Drama und auch das erste Lehrstück ist das Badener Lehrstück vom Einverständnis. Kommt auch mit dem Titel Lehrstück vor. Dann haben wir der Ja-Sager und der Nein-Sager und zuletzt die Maßnahme. Also das Badener Lehrstück vom Einverständnis oder auch nur Lehrstück. Mit dem Stück wird die Neugattung eingeführt. Hier haben wir als den Hintergrund einen Flugzeugabsturz. Die Fahrgäste sind nun in Not. Und in dieser Situation stellt sich eine Schlüsselfrage. Hilft der Mensch dem anderen Menschen? Also sind die Menschen im Grunde hilfsbereit oder doch nicht? Also in schwierigen Situationen kommt das zum Ausdruck, also was der Mensch dem Menschen ist. Hier wird auch im Titel ein wichtiges Thema angesprochen, das Thema des Einverständnisses. Also, in den schwierigen Situationen und insgesamt im Leben muss der Mensch zwischen dem Einverständnis mit anderen und dem Einverständnis mit sich selbst wählen. Also, die Einverständnisse mit der anderen führen dazu, dass wir nicht im Einklang mit sich selbst sind. Das heißt, dass wir manchmal zwischen den anderen und uns selbst wählen müssen, zwischen dem Kollektiv, der Gruppe und uns selbst. Entweder müssen wir sich selbst verraten oder die anderen. Und was ist die richtige Antwort? Was ist die richtige Entscheidung? Dazu will Brecht uns eigentlich bewegen, dass wir darüber gut nachdenken, was wirklich wichtig ist. Ein Beispiel ist ein Schuloper, ein Schulstück, ein Lehrstück, der Ja-Sager und der Nein-Sager. Die Grundlage ist ein japanisches Stück, also No-Drama, Taniko. No-Drama ist eine Gattung in der japanischen Literatur. Hier sehen wir auch den Einfluss der östlichen Tradition, also dieses Mal nicht der chinesischen, sondern der japanischen, die ebenfalls einen starken Einfluss auf Brechts Schaffen ausgeübt hatte. Diese Oper wurde aus dem Englischen dann ins Deutsche übersetzt und bearbeitet. Also Bertolt Brecht konnte Japanisch natürlich nicht, sondern Englisch hatte damals schon als eine Mittlersprache für ihn gedient. In diesem Stück haben wir zwei Teile. Zuerst hatte Brecht nur einen Teil geschrieben und wegen der Reaktion hatte er die zweite Fassung geschrieben, mit der wir eigentlich die Variation des ersten Teils haben. Der Ja-Sager ist der erste Teil, der Nein-Sager ist der zweite Teil. In beiden haben wir die gleiche Handlung, aber den unterschiedlichen Ausgang.
Sie haben dieses Stück in Moodle und Sie können es lesen. Ich bitte Sie, das zu tun. Das Stück ist nicht zu lang, aber ist sehr interessant. Und das ist ein gutes Beispiel, was Bertolt Brecht mit seinem Lehrstuhl erreichen will. Also dieses Stück will beziehungsweise soll zum Nachdenken und zur Diskussion veranlassen. Soll man ja oder nein in verschiedenen Situationen sagen? Soll man also dem sozialen Verständnis vorangehen oder dem Einverständnis mit sich selbst? Also das ist eine wichtige Frage, also die wir im Leben immer wieder für sich selbst beantworten müssen. Die Maßnahme ist das dritte Lehrstück, das wir hier erwähnen werden. Hier geht es um ein umstrittenes Agitpropertorium. Agitprop ist eine Erscheinung der Weimarer Republik, also der revolutionär-proletarischen Literatur, besteht aus zwei Wörtern, also Agitation und Propaganda. Also hier haben wir ein politisches Stück im Sinne des Kommunismus und im Grunde, also im Mittelpunkt ist da ein junger Genosse und sein Einverständnis mit der eigenen Liquidation. Also er opfert sich freiwillig. Und hier haben wir natürlich wieder mal dieselbe Frage, also das gleiche Thema. Mit wem soll man einverstanden sein? Und daraus, aus dem Stück, entsteht ein Passionsspiel in dem Sinne des Kommunismus. Wieder mal eine religiöse Thematik, aber in einer anderen Verpackung. Also wenn wir diese drei Lehrstücke beobachten, die Frage ist, was ist das Hauptthema in allen drei Werken? Schreiben Sie die Antwort auf und wir besprechen das in der nächsten Woche. Die vierte Gruppe der Werke, die wir heute besprechen werden, sind die Schaustücke. Die Schaustücke sind eine Variation des Lehrstücks, aber dabei wird doch das Publikum erfordert, also die Zuschauer sollten dabei sein. Die Lehrstücke und die Schaustücke werden oft als zwei unterschiedliche Formen des epischen Theaters betrachtet und die beiden wird später Bertolt Brecht im Exil zu einer Form des politischen Lehrtheaters zusammenfassen. Also da sehen wir diese Entwicklungslinie weiterhin zum epischen Theater. Lehrstück, das Lehrstück, danach das Schaustück und zuletzt die großen Dramen des epischen Theaters. Zu den Schaustücken gehören diese drei Werke, die wir heute erwähnen werden. Die drei großen Oper, die Heilige Johanna der Schlachthöfe und die Mutter. Die ersten zwei sind ihre Lektüre, das dritte Werk ist es doch nicht. Mit dem Drama Die drei großen Oper gelang Bertolt Brecht sein erster großer Erfolg. Also er hatte mit dem Werk ein großes Publikum also erreicht und es gelang ihm der Durchbruch im Theater der damaligen Zeit. Die Vorlage für dieses Werk ist ein englisches Werk, John Gaisbergers Opera, zusammen mit Elisabeth Hauptmann besetzt und bearbeitet. Die Musik dazu hat Kurt Weill geschrieben. Und die beiden, also Bertolt Brecht und Kurt Weill, haben absichtlich den Widerspruch zwischen dem Text und der Musik betont. Bertolt Brecht wollte dadurch auf das Publikum wirken, aber das Publikum hat es eigentlich nicht bemerkt. Der Widerspruch zwischen der lustigen und also dynamischen Musik, also Tanz- und Jazzmusik einerseits, und dem kalten Text, also ohne Gefühle, sollte den Widerspruch in der Gesellschaft betonen. Das aber wurde nicht so rezipiert. Man hatte Lust an dem Stück und verschiedene Songs wurden im Radio gesendet. Besonders beliebt war Brechts eigener Vortrag des berühmten Mackie Messers Songs. Und seine Intention war ganz verfehlt. Also diese Massenwirkung war nicht im Einklang mit dem gesellschaftlichen Stachel, den er in den Text eingeschrieben hatte, aber der nicht erkannt wurde. Also er wollte den Konflikt zwischen dem Einbrecher und Räuber Mackie, bekannt als Mackie Messer,
und dem Bettlerkönig zeigen, und zwar damit er die Fassade der scheinheiligen Moral im Bürgertum, also in der Gesellschaft, also entblößt. Also hier zeigen sich Bürger als Räuber, Räuber als Bürger, beziehungsweise Bertolt Brecht zeigt, wie leicht sich die Rollen tauschen lassen und wie die Position eines Menschen der Gesellschaft so leicht verändert werden kann. Also die richtige Moral und der Charakter spielen keine Rolle in der Gesellschaft. Also wir haben eine starke Gesellschaftskritik, aber diese würde wegen der musikalischen Elemente überhaupt nicht erkannt. Manche sagen, dass mit dem Werk die eigentliche Theorie des epischen Theaters angefangen hatte, aber im Grunde also ist dieses Werk noch nicht dem Höhepunkt des epischen Theaters zuzurechnen. Bertolt Brecht hatte an jedem Stück lange gearbeitet. Er würde zuerst das Werk schreiben, dann also auf die Bühne stellen und danach schauen, wie es wirklich aussieht. Er würde dann wieder mal das Werk verbessern und erst wenn er zufrieden mit dem Text und mit der Wirkung des Textes war, dann würde er das Werk erscheinen lassen. Und mit jedem Werk kam er seiner Theorie des epischen Theaters näher, weil er bei jeder Aufführung, bei jeder Wirkung, bei jeder Rezeption also beobachtete, was noch zu bessern war und was er tilgen sollte, damit er die eigene Intention erreicht, also dass, damit er auf das Publikum wirkt. Die heilige Johanna der Schlachöfe wurde ebenfalls in dem Sinne geschrieben. Hier haben wir wieder mal eine weibliche Figur im Mittelpunkt. Die heilige Johanna der Schlachhöfe ist eine Figur aus der Geschichte. Wir haben diese Figur schon früher erwähnt. In der Klassik hatten wir diese Figur und auch in anderen Zeiten würde Jeanne d'Arc oder Jeanne d'Orléans wie immer wieder zu einer Heroine. Hier haben wir eine andere Figur mit dem Namen Joanna d'Arc. Also der Hinweis auf die historische Figur ist nur mittelbar, also nicht direkt. Als Alchemistin will sie die Welt verändern, will sie also die Ursache des Übels der Welt entdecken und den armen Leuten helfen. Sie scheitert dabei und darin sehen wir die Kritik des Reformismus der Sozialdemokratie. Bertolt Brecht zeigt uns, wie die guten Intentionen nicht ausreichen, um irgendwas zu verändern, beziehungsweise um das Ziel zu erreichen. In diesem Werk entstand 1929 und 30, zur Zeit der Weltkrise, haben wir die Armut als Folge der Überproduktion und wir haben drei Gänge in die Tiefe von Joanna d'Arc. Brecht zeigt in diesem Werk ihre eigene Schwäche, aber auch die Roheit und Schlechtigkeit der Menschen. Und er zeigt, wie und warum sie trotz ihren guten Wünschen, trotz ihrer guten Absicht, trotz ihrem Wollen am Ende scheitern muss. Das Problem ist die Gesellschaft an sich, aber auch wie die Gesellschaft auf einen Einzelnen wirkt und wie sich der Einzelne unter dem Einfluss verändert. Kann man wirklich seinen Wünschen, seinen Intentionen treu bleiben? Manchmal haben wir ein Ziel für uns, aber sind nicht stark genug oder nicht konsequent genug, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist eben eins der Themen in diesem Stück. Im Werk Die Mutter haben wir ebenfalls eine weibliche Figur im Mittelpunkt.
In diesem Werk aus dem Jahre 1930 hatte Bertolt Brecht den Roman von Maxim Gorki als Vorlage benutzt. Also Maxim Gorki war ein berühmter russischer Schriftsteller und Bertolt Brecht hatte die Umstände in dem Roman aus dem russischen Lande ins Deutsche übertragen, beziehungsweise hatte die Umstände den Verhältnissen der 30er Jahre angepasst. Im Mittelpunkt haben wir eine Witwe und eine Mutter, die ihrem Sohne in den Kampf folgt. Sie kämpft nicht aus ihren eigenen Überzeugungen, sondern sie will einfach mit ihrem Sohne dabei sein. Sie verliert ihn, er stirbt im Kampf, aber sie kämpft weiterhin, also sie bleibt der Revolution treu, also in seinem Namen und also hier zeigt sich eigentlich die Ausdauer der Mutter und des Mutterschaftskonzepts. Die Mutterschaft an sich ist ein sehr beliebtes Thema bei Brecht. Immer wieder werden wir diese Mutterrollen, Mutterfiguren haben. Und damit beginnt eigentlich eine neue Tradition, die er später auch fortsetzen wird. Also wenn wir diese drei Dramen, also diese drei Schaustücke zusammen also nehmen und sie vergleichen, können wir merken, dass sie Gemeinsamkeiten haben. Also die Figuren, die vorkommen. Und was sie in diesem Rahmen unternehmen. Also was ist eigentlich das Hauptthema von diesen Schaustücken? Die im Grunde Lehrstücke sind, die das Publikum erfordern. Also warum braucht Bertolt Brecht das Publikum mit diesen Werken? Also für diese Werke ist ihm das Publikum doch nötig. Warum? Belegen Sie das und schreiben Sie Ihre Gedanken auf und wir besprechen sie auch nächste Woche. Nun kommen wir zu den Stücken zur Faschismusanalyse. Also diese Stücke sind entstanden, nachdem Bertolt Brecht Deutschland verlassen hatte und er versuchte, das Regime in Deutschland zu verstehen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und entwickelte seine eigene Faschismustheorie. Diese Faschismustheorie beruht auf seinen kommunistischen Gedanken. Wir haben seine marxistische Kapitalismuskritik, die er in seinen Aufsätzen zum Faschismus veröffentlicht. Und er denkt, dass die Literatur dabei, also in dieser Faschismusanalyse, eine wichtige Rolle spielt. Und zwar die Literatur sollte uns helfen, die Erkenntnisse zu sammeln und uns aufgrund dieser Erkenntnisse uns zu aktivieren. Also die Literatur soll uns dazu verhelfen, dass wir die Gesellschaft, die Ökonomie verstehen und mit der materialistische Dialektik auch. Bertolt Brecht hatte diese Kenntnisse aus verschiedenen Büchern gesammelt. Und durch eine praktische Anleitung wollte er die Zuschauer dazu bringen, dass sie zu Einsichten kommen und dass sie sich aktivieren und etwas verändern. Zu diesen Stücken werden folgende gezählt, also die Rundköpfe und die Spitzköpfe, der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy, Furcht und Elend des Dritten Reiches und die Gewehre der Frau Karar. Das Stück Die Rundköpfe und die Spitzköpfe entstand 1934. Die Vorlage war Shakespeares Drama Measure for Measure oder Maß für Maß. Im Titel sehen wir, dass hier zwei Gruppen entgegengesetzt werden, je nachdem, welche Form ihre Köpfe haben. Also so haben wir, wie Sie es im Bild sehen können, die Menschen mit den Spitzköpfen und die Menschen mit den Rundköpfen. Und das ist die Grundlage für ihre Unterscheidung bzw. für ihre Entgegensetzung. Hier bespricht Bertolt Brecht im Grunde die Rassenpolitik des Nationalsozialismus
Und er meint, dass diese Rassenpolitik eine Art des politischen Täuschungsmanövers ist, damit die Bürger von den richtigen Problemen abgelenkt werden, also von den Klassengegensätzen und der schweren ökonomischen Krise. Und wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut, stimmt, dass in den schwierigen Situationen die Politiker immer einer Gruppe der Außenseiter, einer Gruppe der anderen, der Fremden für alles beschuldigt hat, damit sie diese Schuld von sich selbst also ablenken bzw. sich selbst irgendwie reinwaschen. Obwohl das im Grunde stimmt, dieses Werk wurde kritisiert, weil man gemeint hat, dass Bertolt Brecht die Gefährlichkeit der Rassentheorie unterschätzt hat. Später nach dem Holocaust hatte Bertolt Brecht selbst eingesehen und er hat sich von diesem Drama distanziert. Also in den 30er Jahren am Anfang konnte er noch nicht wissen, wie weit die Nationalsozialisten mit ihrer Rassenpolitik gehen würden. Im Drama Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhy haben wir eine politische Parabel, ein politisches Schlüsselstück. Die Handlung spielt sich in Chicago ab. Im Mittelpunkt ist die Figur von Al Capone, eines Mafia-Boss. Im Hintergrund ist aber die Situation in Deutschland, also Hitler und seine Minister. Hier zeigt uns Bertolt Brecht den Zusammenhang zwischen dem Faschismus und dem Kapitalismus. Und auch für dieses Drama hat er die Kritik bekommen. Also man meinte, dass er in diesem Werk die Situation ebenfalls vereinfacht hatte. Also wie im vorigen Drama, er hatte einen Aspekt herausgenommen und diesen betont, damit er eine Perspektive des Faschismus uns zeigt. In dem Drama Furcht und Elend des Dritten Reiches versuchte er ein umfangreiches Bild von Deutschland der damaligen Zeit uns zeigen. Hier haben wir eine Gestentafel des faschistischen Alltags. Er zeigt uns hier verschiedene Schicksale, also Einzelschicksale, und zwar aufgrund der Augenzeugenberichte und der Zeitungsnotizen. Und er montiert diese Einzelschicksale, damit er uns das Schicksal des ganzen Volkes zeigt und damit wir also die Einsicht in die Situation damals bekommen. Hier haben wir die Sozialpsychologie des Faschismus. Der Schwerpunkt liegt auf den zwischenmenschlichen Beziehungen und auf dem Versagen von verschiedenen Schichten. Also er zeigt uns, wie die bürgerliche Intelligenz versagt hat, wie sich das Kleinbürgertum und die Arbeiter schwach gezeigt haben. Also er zeigt uns, wie all die Schichten, all die Menschen dazu beigetragen haben, dass der Faschismus so stark in Deutschland wird. Zuletzt haben wir ein Drama, das als Propagandastück gilt, also die Gewehre der Frau Carrar aus dem Jahre 1937, zeigt uns wieder mal eine Mutter, und zwar im Spanischen Bürgerkrieg. Also sie ist ebenfalls Witwe wie jene Mutter in dem Stück Die Mutter. Die Leute kommen zu ihr, weil sie die Gewehre von ihrem verstorbenen Mann haben wollen. Sie hat die Gewehre versteckt, weil sie will, dass einfach nicht weiter zum Krieg kommt und sie will ihre Kinder nicht verlieren. Sie schickt ihren Sohn zum Fischen, damit er nicht von den Soldaten mitgenommen wird, weil sie Angst hat, dass sie auch ihn im Krieg verlieren wird. Während sie mit den Soldaten da in ihrem Hause streitet, wird ihr Sohn beim Fischen getötet. Und sie muss einsehen, dass es nicht hilft. Jeder Mensch, auch der kleine Mensch, wird vom Kriege getroffen. Will sie mitmachen oder nicht? Sie will einfach sie wird einfach in den Krieg einbezogen
Und deshalb entscheidet sich am Ende, die Gewehre aufzugeben und auch in den Krieg selbst mitzukommen. Also sie hat im Grunde keine Wahl. So oder so wird sie von dem Kriege betroffen. Also die Lehre dieses Stücks ist, dass der Kampf unvermeidlich ist und dass man solidarisch dabei, also mitmachen muss. Ansonsten muss der Krieg bzw. muss der Kampf einfach im Voraus unerfolgreich bleiben. So, wenn wir die Dramen zur Faschismusanalyse beobachten, was können wir zusammenfassend bemerken? Was seien nach Brecht die Ursachen des Faschismus? Schreiben Sie die Antworten auf und wir besprechen sie diese auch nächste Woche. Bis dann haben Sie eine Übung und ein Quiz auf Moodle und so können Sie Ihre Kenntnisse von der heutigen Vorlesung erfrischen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.